Yeah! Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Sachsen von Praxistipps. Was ich eben gespielt habe, habe ich mal in einem sensationellen Solo gehört. Und zwar war ich in einem Stevie Wonder Konzert. Ja, ich liebe Stevie Wonder, ist total klasse. Und er hat zu der Zeit bei der Tournee einen sensationellen Jazz-Saxophonisten dabei gehabt. Bobby Mallach, einen ganz tollen Tenorsaxophonisten. Und der hat in irgendeinem Lied den Lauf gespielt, ja. Und ich hatte in Hamburg studiert, da war das Konzert und ich habe mit ein paar Studenten, also mit so ein paar Kollegen da gestanden und die, oh toll, was spielt denn der für einen Lauf? Und ich, ja, das sind Terzschichtungen, drei Terzen übereinander durch die Tonart geschoben und die gucken mich nur an und sagen, was bist du denn für ein Nerd? Warum habe ich das gewusst? Weil ich mit meinem Dozent an der Hochschule, mit Hörberg Geller, genau diesen Lauf gerade eine Woche vorher geübt hatte. Ja, dann war das vollkommen klar. Was ich damit wieder einmal sagen will, diese Pattern sind Läufe, die die Saxophonisten halt auch irgendwie im Solo einbauen. Ja, und die spielen die dann im Solo und da wird gar nicht viel drüber nachgedacht. Das wird dann einfach da reingehauen und gut ist. Ja, und wer dann diese Läufe nicht kennt, toll, was hat der da gespielt? Und wenn man die Läufe kennt, ja, das war dann halt das und das Pattern. Yeah, herzlich willkommen hier. Keine Angst, es kommen nicht mehr viele Pattern. Ja, das ist eigentlich das letzte Video in unserer normalen Runde. Und dann kommt nur ein Video mit was ganz Spezielles, was auch sehr spannend ist. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir haben ja viele Pattern schon gehabt. Und was wir beim letzten Mal hatten, waren Terzschichtungen, also zwei Terzen übereinander. Und dann haben wir festgestellt, das sind ja drei Klänge, die wir hochschieben. Ja, und etwas Ähnliches machen wir jetzt auch. Wir nehmen noch eine Terz oben drüber. Also, ich mache es mal ganz langsam. C, E, G, H. Und das schiebe ich dann durch die Tonleiter hoch. Ja, und ich spiele das mal. Und so weiter und so weiter und so weiter, ja. Und was wir jetzt haben, das sind natürlich wieder Akkorde, ja. Wenn ich mal ganz zurück zum ersten Pattern gehe, das ich gerade gespielt habe, C, E, G, das ist ja der Dreiklang, den wir in unserem letzten Video hatten. Und dann habe ich oben noch ein H drüber. Also die Töne sind C, E, G, H. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, das ist ein C-Dur-Dreiklang. Ja, und wenn wir den Ton H noch dabei haben, dann ist es ein sogenannter C-Major-7-Akkord. Ja, wenn die große Septim in einem Dur-Akkord mitgespielt wird, dann nennt man das den C, also allgemein, dann nennt man das den Major-7-Akkord. Und in dem Fall ist es der C-Major-7-Akkord. Und jetzt werde ich dir die anderen Akkorde auch alle erklären. Und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, du musst das jetzt nicht auswendig lernen. Das ist jetzt kein Unterricht in Harmonielehre, aber es ist einfach gut, das mal gehört zu haben. Und in dem Moment, wo du dich mit Improvisieren beschäftigst, so vielleicht da ein bisschen, ich sag mal, mehr ins Eingemachte gehst, also Jazz, Improvisation über verschiedene Akkorde, da ist einfach mal gut zu wissen, wie sind denn solche Akkorde überhaupt aufgebaut. Und im Jazz haben wir ganz, ganz oft keine reinen Dreiklänge, wie wir das im letzten Video hatten. Da hatten wir ja Dreiklänge hochgeschoben, sondern da hat man oft Vierklänge, also Akkorde, die noch einen Ton mehr haben. Das hast du im Jazz ganz oft. Das hast du aber oft auch in dieser, ich sag mal, Popmusik, wenn sie von Pianisten komponiert wurde. Zum Beispiel Billy Joel, der hat immer ganz tolle Akkorde, ja, und das sind auch oft jetzt nicht die reinen Dreiklänge, sondern oft so diese Vierklänge oder diese etwas jazzigeren Akkorde. Wenn du einfach mal denkst an Just the Way You Are oder sowas, oder wenn du Sachen hörst von Sting und so, der hat auch immer diese tollen Akkorde. Gehen wir mal durch. Das erste Pattern, C, E, G, H. Das ist ein C Major 7 Akkord. Ja? Dann haben wir als zweiten Akkord, beziehungsweise auf der zweiten Stufe, könnte man sagen, vom zweiten Ton aus, D, F, A. Das haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt. Das ist ein D-Moll-Dreiklang. Und oben hast du noch den Ton C. Damit haben wir ein D-Moll-7. Ja? Auf dem dritten Ton, dritte Stufe, E, G, H.
Ja, ist der E-Moll-Dreiklang und oben hast du noch den Ton D, also E, G, H, D ist ein E-Moll-7-Akkord. Ja, vom nächsten Ton aus F, F, A, C und dann haben wir oben ein E und das ist die große Septime, die wir oben haben. Ja, das E und deshalb ist es ein F-Major-7-Akkord. Ja, so, nehmen wir den nächsten Ton. G, G, H, D, F. Ja, G-Dur-Dreiklang, das ist aber oben keine große Septim, sondern eine kleine Septim. Die große Septim müsste sein ein Fis, ja, das wäre die große Septim. Wenn ein Fis oben stehen würde, wäre es ein G-Major-Chord. Wenn aber ein F oben gespielt wird, dann ist es ein G7-Akkord. Ja, so heißt der G7. Yeah, kommen wir zu A, der sechste Ton. A, C, E. Und dann haben wir oben ein G, das ist ein A-Moll-7-Akkord hier. Ja. Und der siebte Ton auf der siebten Stufe, also dieses H, da haben wir ja beim letzten Mal gesagt, das ist ein merkwürdiger Akkord. H, D, F. Wenn wir einen H-Moll-Akkord hätten, müsste es sein H, D, Fis, aber es ist H, D, F. Und da haben wir gesagt, das ist ein H-Moll, B, 5. Ja, und jetzt haben wir H, D, F, A. A ist die Septim und deshalb ist es ein H-Moll-7. 7B5-Akkord. Ja? Und damit hast du mal so alle vier Klänge, die in der Tonart C-Dur miteinander verwandt sind. Und was ich beim letzten Mal gesagt habe, gilt hier natürlich auch. Das ist allgemeingültig. Ja? Also wenn du in irgendeine andere Tonart gehst, was weiß ich, nach E-Dur oder nach A-Dur oder nach H oder nach Fis-Dur, du hast immer auf der ersten Stufe einen Major-7-Akkord. Du hast immer auf der zweiten Stufe einen Moll-7-Akkord. Immer auf der dritten Stufe Moll-7, auf der vierten Stufe Major-7, auf der fünften Stufe ein Septakkord. Und so weiter. Das ist allgemeingültig. Wenn du also diese Pattern immer übst und ich sag mal so ein bisschen bewusst übst, hast du auch immer ja so ein bisschen auch die Harmonielehre mitgemacht. Und das ist eigentlich ganz gut. Yeah. Jetzt kommen wir noch mal zum Pattern. Also würde ich dir mal empfehlen zu üben. Ja, ist ja relativ auch gut, ich sag mal vom Gehör nachvollziehbar. Und so weiter. Und das kannst du natürlich auch von oben nach unten machen. Und so weiter. Yeah, das kannst du üben. Und dann kannst du natürlich dieses Terz-Pattern, also mehrere Terz-Schichtungen übereinander, auch mit Umkehrung machen. Das spiele ich dir mal vor. Und so weiter. Und wieder zurück. Und ich habe dir ja gesagt, das ist eigentlich jetzt so das Letzte, was wir haben in unserem normalen Ding, in unserer normalen Staffel. Damit hast du eigentlich alle Pattern komplett. Beim nächsten Video wird noch mal was sehr Spannendes kommen. Da gehe ich da ein bisschen weg von, aber wie gesagt, es bleibt sehr spannend. Wenn du bis zum Ende bei dem Video dabei bleibst, da findest du natürlich dann wieder eine Auflistung mit allen Pattern, die wir bisher gehabt haben. Ja, und da kannst du dir noch einen Screenshot machen und kannst dir das irgendwie ausdrucken. Wie gehst du am besten vor? Du hast ja jetzt viele, viele, viele Pattern. Dreier-Pattern, Vierer-Pattern, Vierer mit Umkehrung, Terz, Terz mit Umkehrung, zwei Terzen übereinander mit Umkehrung, drei Terzen übereinander mit Umkehrung. Das sind neun Pattern. Und du könntest diese neun Pattern jetzt erstmal in einem gemütlichen Tempo mal eine Zeit lang immer in C-Dur üben. Ja. Kannst dann nach ein paar Tagen mal so langsam den Tonumfang erweitern, dass du unten beim H anfängst und dass du hochgehst bis zum F. Ja, erstmal bis zum D, dann bis zum E, dann bis zum F. Und dann könntest du so langsam hingehen, die Tonarten verändern. Dann spielst du es mal in der Tonart G-Dur, dann spielst du es mal in der Tonart D-Dur, dann spielst du es mal in der Tonart F-Dur. Ja? Eine Frage, die dann oft gestellt wird, ja, wenn ich das jetzt wegen mir in F-Dur spiele, fange ich ja mit dem Ton F an.
Nein, würde ich dir nicht empfehlen. Ich würde sagen, fang immer mit dem tiefsten Ton an, den du auf dem Saxophon hast. Also wenn du dieses Pattern, sagen wir mal, in F-Dur spielst, oder all diese Pattern in F-Dur, dann hast du ja ein B da drin und dann fängst du unten beim tiefen B an. Ja, aber spielst mit den Tönen der F-Dur-Tonleiter da. Und so hast du immer den kompletten Umfang deines Saxophones geübt. Das ist auch sehr gut, ich sage mal, als Tontraining, dass du mal tiefe Töne immer gespielt hast, immer hohe Töne. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Yeah, also bleib dran bis zum Schluss. Da gibt es dann diesen Screenshot, den du dir runterziehen kannst. Dann lade ich dich noch ein zu den Sax Masters, meiner Online-Saxophon-Schule. Da kannst du mit mir gemeinsam Saxophon lernen, von der Pike auf. Jede Woche kriegst du neue Lektionen. Die eine Lektion baut auf die andere auf. Das geht dann immer so weiter mit vielen, vielen Songs, die du da mit mir gemeinsam spielst. Du kriegst bei den Sax Masters Übungen, Erklärungen, Songs, Playbacks. Und das Beste ist, es gibt einen kostenlosen Testmonat, der ist ganz unverbindlich. Du kannst einen Monat lang ausprobieren, ob dir der Unterricht mit mir Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht, dann kannst du dich anmelden, dann wirst du ein richtiger Sax Masters. Und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.